Hallo und herzlich willkommen, liebe Judo-Freunde. Wir befinden uns wieder auf der neuen DLC-Map der Eisendrache. Heute will ich euch zeigen, wie man den Dämonenbogen upgraden tut. Der Dämonenbogen ist quasi eine weitere Variante von dem normalen Bogen. Also der normale Bogen heißt, glaube ich, Zorn der Alten oder irgendwie so. Und das ist quasi eine abgegradete Version hier, den Dämonenbogen. Viele sagen auch lila Bogen dazu. Ist aber im Endeffekt scheißegal, um was es sich handelt. Es ist immer der gleiche. So, und was man dazu braucht, ist als allererstes, wie gesagt, den ganz normalen Bogen, Zorn der Alten, Zorn der Ollen. Und dann muss man hier oben unsere Pfeilspitzen hier rausschießen. Da kommen sie hier runter. Und da sind sie, unsere Pfeilspitzen. Ja. Und die nehmen wir dann. Und dann geht's auch schon weiter. Dann ist hier quasi eine Bodenplatte aktiv geworden. Da auf der Bodenplatte muss man jetzt quasi ein Zombie per Nahkampf töten. Ganz einfach eigentlich, mehr oder weniger. Ich habe hier ein paar Kriecher hergestellt. Mit einer Granate quasi die Füße weggesprengt hier. Ich habe es jetzt hier ein bisschen vorgespult, weil die sind echt scheiße langsam hier. Da kommen sie hergekrochen, die Schweine. So, und jetzt quasi per Nahkampf töten. Der muss natürlich auf der Platte sein. Wenn der stirbt quasi. Und jetzt quasi. Und jetzt geht man hin und drückt dann gleich die Aktionstaste. Und dann sagt der gute alte Herr was. Bringe zurück, was er verstreut ist. Und das heißt für uns quasi, wir müssen 6 Totenköpfe hier auf der Map finden. Hier ist quasi der erste tote Kopf. Ich zeige euch ja natürlich alle Fundorte, wo die überall zu finden sind. Das war der erste. Dann hier der zweite beim Double Tap Automaten. Und der dritte hier in Samanthas Raum. In der Kiste drin, hier. So, und der nächste da oben. Am Fenster quasi. Und der zweitletzte, der befindet sich unten im Raketenbereich, besser gesagt davor. Rechts im Waschbecken. Da. Und der letzte direkt im Raketenbereich bei dem LKW da hinten. Hinten auf der Pritsche drauf. Hier. Ja. So, und dann geht's weiter. Die gebrochenen Seelen müssen mir zu Ehren geopfert werden. Die gebrochenen Seelen müssen mir zu Ehren geopfert werden. Und das heißt quasi für uns, wir müssen hier Kriecher reinlocken für die 6 Totenköpfe. Und in dem Fall auch 6 Kriecher. Und um Kriecher herzustellen, ist natürlich das der Kaugummi links oben natürlich Gold wert. Aber es funktioniert auch wunderbar mit Granaten. Da kommen sie gerade alle reingekrochen. Das sieht mega geil aus hier. Das ist ein Bild für Götter, da können wir glatt bepissen, wenn ich das so sehe. Auf jeden Fall, die kriechen jetzt quasi in die Mitte rein und werden von den Totenköpfen vernichtet. Bis keine Totenköpfe mehr da sind. Da kommt jetzt quasi der letzte gerade rein. Da ist einer mehr geworden, ist aber scheißegal. Und dann sagt der gute Herr nochmal was zu uns gleich. Greif, Horn, Herz. Das müsst ihr euch merken. Das sind quasi die 3 Schlüsselwörter für seinen Namen. Wenn ihr das vergessen solltet, schießt nochmal auf die Urne, dann wiederholt der Typ nochmal das. Greif, Horn, Herz. Dann hat er noch gesagt, graviert die Namen ein. Das heißt quasi für uns, wir müssen hier Zombies töten, bis solche Symbole erscheinen. Das ist quasi, ein Symbol ist quasi ein Wort. Kann man so sagen. Und das muss man locker 2 bis 3 Runden spielen, bis man alle Symbole zusammen hat. Da ist nochmal eins. Wie gesagt, ein Symbol ist quasi ein Wort, sozusagen. So, und ihr könnt das Ganze natürlich hier unten überprüfen, wenn quasi unter den Totenköpfen die Symbole überall angezeigt werden. So wie jetzt hier zum Beispiel, dann habt ihr alles gut gemacht. Und man muss nochmal dazu sagen, bei mir ist jetzt Greif, Horn, Herz. Bei euch variiert es natürlich. Bei euch könnte es natürlich Tür, Stuhl, Penis sein oder sonst irgendwas. Wie gesagt, das variiert. Und dann gibt es hier oben Ritter. Die haben ein Greif
Symbol abgebildet und da muss man quasi hinlaufen und die Aktionstaste drücken und dann taucht hier ein Symbol auf. Das müsst ihr euch merken oder aufschreiben. Das ist quasi das erste Wort, Greif. Und dann haben wir noch als zweites Wort das Horn. Hinlaufen, Aktionstaste drücken und euch das Symbol merken oder aufschreiben. Dann haben wir noch das gute alte Herz, das ist hier zu finden. Wie gesagt, Symbol aufschreiben, merken. Greif, Horn, Herz ist jetzt wie bei uns in dem Fall, muss man hier unten die passenden Symbole anschießen. Nacheinander natürlich. Dann fragt er gleich nochmal, wie lautet mein Name, du alter Sack? Dann muss man hier die Symbole anschießen. Greif, Horn und das Herz ist hier. Und wenn wir das alles richtig gemacht haben, wiederholt er nochmal, Greif, Horn, Herz und sagt, dies ist mein Name. Und wenn er das verkackt haben, dann sagt er, dies ist nicht mein Name. Und dann müsst ihr hier gucken, dass ihr hier unten Land gewinnt, weil dann versuchen euch die Totenköpfe zu töten. So, und jetzt ist quasi die Urne in den Boden eingefahren. Jetzt muss man kurz unseren Pfeil abgeben. Und dann wird er hier bearbeitet. Muss man kurz warten. Ja, ich weiß, der Kriecher nervt, aber mein Gott. Dann kommt hier quasi der fertige Pfeil raus. Den muss man quasi entgegennehmen. Bloß der Kriecher, der geht mir so auf den Sack, aber mein Gott. Ich wollte jetzt nicht eine Runde weiterspielen, deswegen. So, jetzt haben wir den Pfeil. Und nun gehen wir unten in den Keller an unsere passende Truhe und geben quasi den Pfeil ab. Das wäre jetzt unser Symbol quasi. Pfeil abgeben. Wir bekommen wieder maximale Munition. Und nun heißt es wieder Seelen füllen. Das müsste eigentlich jedem bekannt sein. Da sieht man es. Seelen, 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 füllen, füllen, füllen. Die ganze Zeit. Bis die Truhe genährt ist und voll ist. Dann geben wir quasi unseren Bogen ab. Der wird bearbeitet, bisschen funky funky. Und dann kommt quasi unser fertiger Dämonenbogen raus. Sehr geil. Viele schimpfen über den Dämonenbogen, aber ich finde ihn persönlich richtig geil. Muss ich ganz ehrlich sagen. Klar, es gibt von den vier Varianten, finde ich persönlich den Blitz und den Wolfsbogen am besten. Aber der Dämonenbogen ist auch relativ interessant. Man muss ganz ehrlich sagen, der ist gut. Aber der einzige Nachteil ist, die Zombies sterben relativ spät. Da oben seht ihr zum Beispiel einen Soldat, der ist ruckzuck tot. 3-4 Schüsse und der Soldat ist tot. Wie gesagt, wenn man in eine Horde reinschießt, dann könnte gut sein, dass mal 1-2 Zombie durchkommen und euch töten. Das ist halt an der Bogenvariante ein bisschen gefährlich. Aber wie gesagt, der Bogen ist geil. Probiert's mal aus. Schreibt mal eure Kommentare einfach mal unten rein. Würde mich mal interessieren, wie ihr den Bogen findet. Und ja, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Guckt, da ist jetzt zum Beispiel einer durchkomme. Der hat mich jetzt fast getötet. Das war jetzt grenzwertig. Alles gut, liebe YouTube-Freunde. Zum zweiten Mal. Vielen Dank fürs Einschalten. Haut rein. Bis denn. Ciao.